Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai Dokai und in diesem Video erkläre ich dir das gut gehütete Geheimnis von Bitwix Compressor Plus Multiband Analyse Compression. Dann legen wir mal los. Hey! Ja! Sag! Ja! Compressor Plus ist, wie Bitwix betont, kein Multiband-Kompressor, sondern ein Multiband-Analyse-Kompressor. Was heißt das? In erster Linie bedeutet das, dass der Compressor Plus überwiegend ein normaler Breitbandkompressor ist. Das heißt, es gibt immer nur einen Threshold, eine Ratio, eine Attack und ein Release-Setting für das gesamte Frequenzspektrum. Also eine Einstellung, die immer das gesamte Frequenzspektrum betrifft. Wie so ein ganz normaler Breitbandkompressor. Also im Gegensatz zu einem Multiband-Kompressor, der das Frequenzspektrum in zum Beispiel drei Bänder, Low, Mid und High aufteilt und jedes dieser Bänder mit einer eigenen Einstellung von Threshold, Ratio, Attack und Release bearbeitet, bearbeitet ein Multiband-Analyse-Kompressor immer das gesamte Frequenzspektrum mit einer Einstellung für alle Frequenzbänder. Also, wie funktioniert dann ein Multiband-Analyse-Kompressor, bei dem ich für die verschiedenen Bänder auch unterschiedliche Einstellungen machen kann? Es ist im Prinzip ganz einfach. Ausgehend von den Grundlagen, ein Kompressor fängt immer dann an zu arbeiten, wenn der Threshold überschritten wird und wendet dann Attack, Ratio und Release auf den Threshold übersteigenden Peak an. Und es peakt meistens nur an einzelnen Stellen im Frequenzspektrum, also mal hier und mal da. Und es würde bei einem Standard-Breitband-Kompressor dazu führen, dass das gesamte Signal, also auch alle anderen Frequenzbereiche, unterhalb des Thresholds mitkomprimiert werden. Bei einem Multiband-Analyse-Kompressor können abweichende Einstellungen in den unterschiedlichen Frequenzbändern dazu führen, dass der Kompressor wesentlich flexibler auf unterschiedliches Material reagieren kann. Also, wenn ich eine entspanntere Ratio und Attack- und Release-Zeit im Low-End habe und aktuell peakt nur das Low-End, weil im höheren Bereich des Frequenzspektrums gerade nichts los ist, dann reagiert der Kompressor mit diesen Low-End-Einstellungen. Also mit etwas weniger Compression und langsameren Attack- und Release-Zeiten, was dann zu einem schöneren, dynamischeren und sauberen Sound führen kann. Kommt dann das High-End dazu und peakt über den Threshold, dann werden wieder die Standardeinstellungen des Kompressors oder sogar die etwas strengeren Einstellungen des High-Ends übernommen. Wohlgemerkt, die Einstellungen betreffen immer das gesamte Signal, also alle Bänder werden immer mit denselben Einstellungen komprimiert. Nur welche Einstellung genommen wird, hängt dann davon ab, in welchem Frequenzband es peakt. So kann der Compressor Plus wesentlich dynamischer auf dynamisches Material reagieren und damit hier und da eine angenehmere und wohlklingendere Dynamik des Sounds erhalten. Im Gegensatz zu einem Multiband-Kompressor ist beim Multiband-Analyse-Kompressor die Compression im gesamten Frequenzspektrum wesentlich homogener, angeglichener und dynamischer oder wie es auf Neudeutsch heißt, more musical. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte dir das Konzept der Multiband-Analyse-Compression näher bringen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen, Kommentar, ein Abo da und teile bitte das Video. Mein Name ist Odo Sendai Dokai, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.